Willkommen zu Baureihenporträt. Die Baureihe 4020. Praktisch jeder in der Ostregion kennt die alten Triebwagen, sei es in blau-weiß oder rot-grau. Dem Durchschnittsbahnreisenden ist die Baureihe 4020 mittlerweile meist zu alt, viele Eisenbahnenthusiasten aber lieben sie. Eines steht fest, sie bewegen den S-Bahn- und Regionalverkehr seit vielen Jahrzehnten. Heute sehen wir uns diesen bemerkenswerten Triebzug genauer an. Zuerst zur Geschichte. Als Unterstützung zur damals verkehrenden Flotte an Zügen der Reihe 4030 auf der Wiener Schnellbahn und zur Linienerweiterung beschloss die ÖBB Mitte der 1970er Jahre, ihren Schnellbahnfuhrpark grundlegend zu erneuern. Die neuen Züge sollten aber nicht nur explizit für die Wiener S-Bahn, sondern auch in anderen Ballungsgebieten wie zum Beispiel in Innsbruck oder im Rheintal eingesetzt werden. Das bedeutete die Konstruktion einer Fahrzeuggeneration, die sowohl die hohen Anforderungen in Richtung Beschleunigung als auch dem damaligen Fahrgastkomfort für Regionalbahnen entsprach. Das Konzept eines dreiteiligen Triebwagenzuges mit einer angetriebenen Einheit wurde beibehalten. Um die Beschleunigungsanforderungen zu erfüllen, wurden die Leistungskennwerte verstärkt. Für die Konstruktion und den Bau der neuen Triebwagengeneration zeichneten die Simmering-Graz Paukerwerke verantwortlich. Das Design der Züge entstammt übrigens aus der Feder von Johann Bender, der auch zum Beispiel den Transalpin oder den Silberpfeil, also die erste Wiener U-Bahn, designte. Innerhalb von 9 Jahren wurde die Flotte von 120 Fahrzeugen von den SGP dann an die ÖBB ausgeliefert und sofort im Schnellbahnverkehr eingesetzt. Technik. Mechanische Konstruktion. Die Drehgestelle für den Triebwagen besitzen einen geschlossenen Rahmen. Die Übertragung der Brems- und Zugkräfte passiert durch einen gummigelagerten Drehzapfen. Die Drehgestelle der Laufwagen sind als offene H-Rahmen ausgebildet und zur Kraftübertragung wird ein Hebelsystem verwendet. Die Räder des Triebwagens werden über Radscheibenbremsen abgebremst, bedarfsweise natürlich verstärkt mit einer Zusatzklotzbremse. Die Laufradsätze werden mit Wellenscheibenbremsen abgebremst, 2 Bremsscheiben pro Radsatz. Weiters besitzen die Wagen eine elektrodynamische Bremse, ergänzend betätigt mit einer Druckluftbremse. Die Bremssteuerung greift vorrangig auf die elektrodynamische Bremse zu. Abgefedert werden die Drehgestelle zu den Radsätzen über Gummielemente. Der Wagenkasten stützt sich über Luftfederbälge auf den Drehgestellen ab und diese sorgen dadurch für eine gleichbleibende Höhe des Fußbodens. Gleichzeitig wird der Luftdruck der Bälge zur Vorsteuerung der lastabhängigen Bremse, einer elektropneumatischen Bremse, verwendet. 4 Bremszylinder hat jedes Drehgestell für die Scheibenbremsen. Triebdrehgestelle sind zusätzlich mit 4 Bremszylindern ausgestattet, diese dienen zur Betätigung der Zusatzklotzbremse. Über eine elektronische Gleitschutzregelung verfügen alle Radsätze. Elektrische Konstruktion. Die Fahrzeugsteuerung ermöglicht ein ruckfreies Beschleunigen und Bremsen zum Vorteil des Lokführers, da übliche Schaltvorgänge entfallen. Der Triebwagen wird über 4 Mischstromfahrmotoren angetrieben. Belüftet werden diese Motoren mittels einer kombinierten Eigenbelüftung mit Zusatzbelüftung. Auf dem Dach sind dann die wichtigen Komponenten der elektrischen Ausführung platziert, wie die Lüfter für den Transformator und die Fahrmotoren, sowie die Widerstände für die elektrische Bremse. Der Transformator mit den Ölkühlern, die Stromrichter mit den Lüftern, der Batterie- und Gerätekasten, das Ladegerät, der Luftverdichter und deren Luftbehälter befinden sich unter dem Wagenfußboden. Einsatz. In erster Linie werden die Triebwagen immer noch im Personennahverkehr in Ballungsgebieten eingesetzt, allerdings nicht nur. Der Haupteinsatzraum ist weiterhin die S-Bahn Wien,
Die Triebwagen werden aber auch noch auf der Ostbahn zwischen Wien Hauptbahnhof und Häggischalom, auf der Unterinntalbahn zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Kufstein, auf der Brennerbahn zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Brennero Brenner, auf der Arlbergbahn zwischen ebenfalls Innsbruck Hauptbahnhof und Ötztal bzw. Landeck, auf der Gesäusebahn zwischen Lietzen bzw. Selztal und Kleinreifling, sowie manchmal noch auf der Westbahn zwischen St. Pölten und Pöchlern bzw. Amstetten. Weiterentwicklung. Nach einem Ausschreibungsverfahren werden nun die teilweise schon über 30 Jahre bzw. bald 40 Jahre alten Triebwagen durch den Desiro Mainline ersetzt. Es ist allerdings so, dass immer noch gerade auf der Wiener S-Bahn sehr viele Züge der Baureihe 4020 unterwegs sind. Ursprünglich geplant war, dass ab eben 2020 im Bereich Wien keine 4020-Garnituren mehr im Planeinsatz stehen sollten. Mittlerweile ist aber das genaue Gegenteil passiert, bereits abgestellte Triebwagen wurden reaktiviert. Wir sprechen hier also von Zügen, die aufgrund ihres Alters einen Ruhestand mittlerweile verdient hätten, aber auch noch im Jahr 2020 im Nahverkehr Österreichs nicht wegzudenken sind. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und bis nächste Woche.